Das eine müssen wir noch zu einem Output machen. Das sind jetzt im Moment beides Input. Das kannst du einfach, indem du diesen Outlet-Mode umstellst. Das ist da unten rechts. Jetzt einfach auf Blau um. Auf Outlet-Mode. So, Genau. jawohl. Wenn das auch immer war. Ich. Grün müsst ihr halt reinpacken, die Ingots. Und Blau können also wieder rausziehen. Das müsste dann hier der Import. Genau, und auf den anderen den Export-Bus. Den haben wir noch nicht. Gut. Ist auch nicht so dramatisch, die kann man erstmal mit der Hand reinlegen. Ja. Dann packen wir hier einfach den RedNet-Controller hin. Der hier? Genau. Wo habt ihr überhaupt den Strom? Wir könnten das über ein Peer-to-Peer machen. Das nee, geht nicht. Doch, geht. Point to point meinst du? Ja. Den Energie. Ja. Point to point kann nur MJ transportieren. Da muss Und man zur kein Not halt RF. einfach mal zur Not noch ein Redstone-Kabel dazwischen klemmen. Naja, aber du kannst kein MJ in RF umwandeln. Mit dem Redstone-Kabel geht das doch. Nein. Da kommt kein MJ raus. Nein, das wandelt nur in MJ um. Das hatte ich nämlich auch ein paar Mal versucht, aber es hat leider nicht funktioniert. Okay. Deswegen, ja, den Stromanschluss, wo wollt ihr den ungefähr hin haben? Bin Der liegt gerade oben drauf beim neben dem. Verlegen. Ja. Keine Ahnung. Am besten wäre eigentlich hier ran schon direkt, oder? An den Cube. Oder Ja, in kann. die Decke kannst du leider nichts reinpacken. Deswegen musst du ihn hier an die Seite machen. Kann man alternativ einfach nur hier so einen Cube hinsetzen, erstmal? Hier, mach, pack den Warum? einfach da rein. Genau. Irgendein Cube, ne? Nee, im Moment erstmal den Energieport da. Also. Das Ding produziert immer Energie und die verpufft Der dann einfach. Power-Tab, ne? So. Ich glaube, jetzt müsste da doch. Was fehlt denn da jetzt? Irgendwo ist noch ein Loch. Meine Frage, was mir mal so auffällt, habt ihr eine Minimap? Ja. Ja. Meine ist gerade weg. Hast du irgendwie Jo. hast du was B, angedrückt? B oder V war das, glaube ich. Moment, Bei ich mir ist gucke es gerade. N. Also N war es bei mir. Sag mal, Okay. was haben wir denn vergessen, dass das nicht funktioniert? Die Fackeln Haben wir irgendwo vielleicht? was vergessen? Ist es richtig, dass die Fackeln da drin sind? Ach stimmt, ja, das kann sein. Ja. Die vergesse ich immer. Okay, jetzt habe ich die Kabel. Ah. Ah, jetzt ist er auch gemacht. So, wenn du dir das Interface anguckst, ne, da siehst du ganz oben die Temperatur, darunter wie viel Energie der produziert, den Verbrauch und diese Fuel Reactivity ist wie, ja, wie stark die untereinander reagieren. Je höher das ist, umso weniger verbraucht er. Ja, diese keine Ahnung, warum das 400% sind, ob das 400% weniger nachher verbraucht. Also es wird sich um die 400% irgendwie um das einpegeln. So, jetzt brauchen wir noch Brennzeugs. Da hole ich mal ein bisschen Uran. Bin wieder da, wo bist du? Jetzt bin ich gerade nach oben geflogen. Da bin ich. Da, das darfst du mal in den Import dir schmeißen. In dieses grüne Ding da. Jo. Oh, es leuchtet. Genau, wie du Ja. siehst, haben wir den gerade mal zu 30% gefüllt. Ah, da braucht einiges also. Das heißt, wir müssen noch ein paar Stacks holen. Ist ein bisschen größer, das Ding. Pack mal zwei Stacks ein, na drei. Das sollte reichen. Also je mehr Fuel drin ist, umso besser läuft er auch. Jetzt ist er voll.
Jetzt ist er voll. Ja, wir können ihn ja einfach mal anschalten. Die Spannung steigt. Geht die Core Heat direkt nach oben. Oh ja. Im Moment ist die wirklich noch egal. Pacing Heat geht, ja, wie du siehst, nicht ganz so hoch. Mhm. Da wir total beschissene Isolierung oder Wärmeübertragung haben, ist das die Casing Heat viel, viel geringer als die Core Heat. Und die Energie wird auch durch die Casing Heat erzeugt und nicht durch die Core Heat. Deswegen läuft das Ding im Moment auch so beschissen. Aber wenn du da das Zeug reinfüllst in die Rum, läuft das wesentlich besser. Ganz rechts siehst du den Energiebuffer. Im Moment ist er voll. Und wie du siehst, schaltet sich das Ding ja nicht automatisch ab. Nee. Mhm. Und verbrennt flüssig, lustig. Ja. Fuel, die Fuel. Wenn du mal da an den Fuel Status guckst, siehst du, wie das Fuel immer runtergeht und Waste ansteigt. Weil er halt ja, die ganze Zeit was verbrennt. Sobald er 1000 Millibucket Waste hat, komm mal kurz mit hier um die Ecke, siehst du auch bei diesem blauen Outlet-Dingens. Moment, wo ist denn das hin? Hat das schon ein Auto-Eject noch nicht gestartet, oder? Ach so. Wieso hat denn der das in den Input reingepackt? Sehe, wer will. Ja, er ist im Moment im Import drin. Siehst du dieses Cyanid-Ingot? Mhm. Das ist der Abfall. Okay. Und warum der jetzt im Import ist, weiß ich nicht. Und den kannst du aber auch bedenkenlos anfassen. Ja, ja, das kannst du rausnehmen. So, Energie zapfst du bei diesem Power-Tab hier ab. Ich weiß nicht, wo euer Energie herkommt. Da oben musst du einfach nach runterziehen bis an dieses Ding hier unten. Eins daneben. Ach, verdammt. Hier, ich setze den Anfang. Ja, und aber Vorsicht, da ist ordentlich Saft auf der Leitung. Ja, jetzt zieht er auch den Energiebuffer, zieht er leer. Der produziert aber ordentlich, muss man sagen. Jetzt müssen wir ihm noch beibringen, dass er sich ausschaltet, sobald er den Energiebuffer voll hat. Deswegen setzt er da hier unter dieses RedNet-Port mal diesen Programmable Dingens da, genau. Und daran setze ich mal ein RedNet-Kabel. Und da drauf das Kabel. Was ist denn da jetzt los? Und noch was um. Wieso machst du das denn? Da. Ja. Oh, Moment. Das Falsche. Das ist noch das Housing. Du musst noch. Das ist nur das Gehäuse um und drum. Du musst noch eine Stufe mehr. Ah, okay. Wir brauchen das Programmable RedNet Controller, nicht das Housing. Gut. Mach mal. Sonst können wir das nicht steuern. Da machen wir noch die beiden und den da und haben auch den Controller. Bitteschön. So, jetzt verbindet sich das auch richtig. So, jetzt klick mal auf diesen Reactor RedNet Port. Ja. Da siehst du ja ganz viele Farben, ne? Mhm. Und rechts sind so 9 Symbole. Jo. Und da ziehst du mal das letzte, diese Batterie, auf das blaue Feld neben dem weißen. Auf das Light Blue. Kannst du einfach an. Also auf bitte? Das blaue. Auf das Graue neben dem Weißen, ne? Ja. Genau. Hab ich. Und
Dann das zweite, dieser Input Change Rod Control Insertion auf dieses Magenta. Oder kannst du auch auf jede andere Farbe, die du willst. Also neben das Graue. Gut. Auf das Graue neben der Farbe, so. Und wenn du das hast, drückst du unten auf Commit. Hab ich. Und jo. Genau. So, jetzt kriegst du auf dem RedNet weißen Kanal immer den Ladezustand vom Buffer. Auf Magenta-Kanal setzt du ja, wie weit diese Control Rods ausgefahren sind. Sollten wir oben mal ganz kurz mal anschauen, was er da auch setzt. Ach so, ja. Zumindest, dass du Da mal kommt man gesehen nicht hast. hoch. Remo? Hier müssen wir drauf. Hier kommen wir drauf. So, hier, wenn du von oben guckst, siehst du ja diese Control Rods hier. Ja. Und da mit dem Plus-Minus kannst du da von Hand auch einstellen, wie viel die ausgefahren sind und eingefahren. Damit bremst du quasi jeden einzelnen Reaktorstab. Momentan sind sie gar nicht gebremst bei 0% und bei 100% sind sie komplett gebremst, also verbrauchen sich nicht, geben aber auch keine Energie ab. Da schirmst du halt diese Control, also diese Fuel Rods von der Umgebung ab und dann produzieren die keine Energie mehr. Okay. Das stellst du halt unten ein. Oder noch nicht, was wir jetzt noch einstellen müssen. Wenn du dir mal den Controller anguckst, hast du ja jede Menge von diesen Sachen, Ich sehe es. die da stehen. Wir brauchen jetzt aber nur dieses Pass-Through. Klick mal drauf, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Ja, sehen. Jo. So, und vorne ist Input, also auf der linken Seite ist der Input und rechts ist Output, weil der leitet das Signal einfach nur weiter. Input ist jetzt unser Kanal Input-Output von oben, also ab mit dem U auf weiß. Da kriegen wir dann den. Ja, den Status von der Batterie oder von dem internen Puffer von dem Reaktor von 0 bis 100% angegeben. Das reichen wir weiter an Input-Output. Auch U. Magenta, genau, weil beides halt oben ist, reichen wir weiter sozusagen. Ne? Das heißt, wenn der Buffer zu 100% gefüllt ist, fährt er diese Schutzhüllen da um diese Fuel Rods auf 100%. Und somit hat er jegliche Energie. Produziert er keine Energie mehr. Und wenn du jetzt mal hier hochkommst, Jo. siehst du, dass der die Control Rods auf 91% gefahren hat. Und wenn du jetzt den Buffer mal anguckst, vorne auf dem Reactor Controller, siehst du, dass wir halt bei fast 91% sind. Ah, okay. Und wenn wir jetzt den Controller anmachen, dann kannst du ihn ja mal anmachen. Das ist unten links, ne? Genau. Steht ja auch genau da, steht da an. Siehst du, dass der jetzt wesentlich weniger RF-Tick produziert? Und auch runterfährt, weil sich der Buffer füllt. Und wenn er jetzt bei 100% ist, dann geht der auf, ja, schaltet er sich mehr oder weniger komplett ab. Er verbraucht keine Energie mehr oder kein Fuel mehr. Ich meine, im Moment zieht er halt was dran. Deswegen wird da immer was produziert. Also der produziert jetzt nur noch genauso viel wie abgezogen wird. Okay. Und somit läuft das Ding. Jetzt kannst du das natürlich noch füllen mit Ender. Was zu Zwischen den empfehlen ist? Fuel Rods kannst du auch Diamantenblöcke reinstellen, wenn du willst. Enderium kannst du auch reinpacken. Wie viele Diamantenblöcke bräuchten wir denn? Kannst du ja ausrechnen, das sind 4 hoch, also 4, 1, 2, 3, 4, 5. Außen sind 8. 8 mal 4 plus 4 in der Mitte.
Also 32, 36 Diamantblöcke. Sollte dann sein. Alternativ kannst du auch Enderium nehmen. Oder das aber du füllst Wert, ja. das mit, ja, ein bisschen besser. Oder flüssiges Ryuteum oder flüssiges Ender auch reinpacken. Also das tut sich nicht so viel. Das also ist aber schon deutlich wesentlich besser als stinknormale Luft. Also, aber es geht halt auch so. Also Pyrotium und Resonantender, ist da irgend noch eine Verbesserung zwischen oder ist das quasi genau gelobt? Es sind ein paar Prozent, glaube ich. Kryotheum ist ein bisschen besser, aber das merkst du fast nicht. Also du merkst es schon. Aber ich glaube, die Werte waren 300% und 350%. Okay. Oder 325, 350. Na, so viel war es gar nicht. Also im Endeffekt... Du. Ich glaube, mit dem Kryotheum verbrauchst du ein bisschen weniger Joule, aber Energie produzieren, die meine ich mehr oder weniger gleich. Kannst du ausprobieren. Aber du merkst schon deutlich einen Unterschied zu dem der Luft. Okay, sehr schön. Ja. Und der Reaktor ist jetzt quasi komplett fertig, oder? Genau, der Reaktor ist jetzt fertig, der steuert sich automatisch. Es kann sein, wenn der über 10.000 RF produziert, dass du dann noch einen zweiten hier von diesen Power-Tabs dran machen musst. Ja, wobei, dieses Elite-Universe-Kabel kann, glaube ich, auch gar nicht so viel, oder? 8 Kilojay. Botik. Ja, ich muss halt gucken, wie viel das in der RF ist, ne? Also es durch 10, oder? Ne, oder? Alles gar nicht. Okay, das ist... Kann sein. Ganz kurz, mir ist gerade... Ich hatte es irgendwann gerechnet. Mir ist gerade mal ganz kurz was aufgefallen. Und zwar ist gerade hier wieder dieser Alarm von Flimflam gegangen. Obwohl, ich habe ihn heute nur einmal gehauen, aus Versehen, und da kam direkt dieses Gasgeräusch. Ja, das dauert eine Weile, bis dein Pech wieder weg ist. Das baut sich nur langsam ab. Also, ich habe hier die Umrechnung. 10 Joule sind ein EU oder 2,5 Joule sind ein RF. Ja, kannst ja hart umrechnen. Also, wenn du die Energie da nicht rausgezogen bekommst mit dem Kabel, was da anschließt, musst du halt noch ein zweites Power-Tab anschließen, dass du da noch mehr Energie rausgezogen bekommst. Genau. Okay, sehr schön. Und aber im Moment, ich denke, ihr könnt eure Kabel halbwegs auslasten mittlerweile. Ja. Da oben ist alles voll. So muss das sein. Ja, und muss mal gucken, ob der auch weiterhin das den Waste, also den Abfall, in diesen Input reinschmeißt, was er eigentlich nicht sollte, weil bei uns schmeißt er den in den Export-Bus oder in diesen Outlet. Ich schau mal, was er ins ME geworfen hat, ob da oder ob da überhaupt was reingekommen ist. Also ihr müsst hier Import- und Export-Bus sind noch nicht eingestellt. Also. Ja, ihr müsst halt nur den Export-Bus sagen, dass der Uran exportieren soll. Müssen wir genau. noch so ranverarbeiten. Gut. Und dann sollte das Ding automatisch laufen. Wenn das dann irgendwann nicht mehr reicht, dann könnt ihr den noch aktiv gekühlt machen. Da produziert er dann noch deutlich mehr. Aber ihr werdet mehrere Turbinen brauchen, weil so groß produziert ihr viel zu viel Dampf. Oh ja. Dass ihr das mit einer Turbine bearbeiten könnt. Okay. Aber fürs Erste reicht das Ding, der regelt sich automatisch und auch immer nur so viel, wie gerade verbraucht wird. Genau. Sehr das schön. Ist ganz praktisch. Ja, würde ich so an der Stelle mal sagen. Bitte, bitte. Danke, Bacon Butze. Ja, bitte. So. Bitteschön. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht. Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal beim Bakerman vorbei oder beim Trivolo, auch wenn er momentan nicht hochlädt. Oder beim Street Digger. Und würde ich sagen, war's das für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss.